Das kann ich hier nicht tun. Nicht, solange ich in der Stadt bin. Das kann ich hier nicht tun. Natürlich hat er das. Er hat uns nie zugetraut, irgendwas allein zu tun. Mein Bruder Kader verkauft unsere Waren in einem Lager nördlich von hier, falls ihr auch nach ihm sehen sollt. Oh, und wenn er mitten in einem Handel steckt, unterbrecht ihn nicht. Ein uraltes Wesen, das unsere Vorfahren einst verehrten, längst vergessen. Und aus gutem Grund. Ogai will seine Geheimnisse und seine Aufmerksamkeit. Er durchwühlt unsere heiligen Urnen wie ein Kind Süßigkeitengläser. Der Wahn dieses Eremiten kennt keine Grenzen.
und versucht euer Glück. Vielleicht könnt ihr es verkaufen. Der Wind ist euch wahrhaftig gewogen, Freundin. Dieser diebische Stallbesetzer ist mit meinem Schatz Tucci davongelaufen. Diese Ziege war wie ein Sohn für mich. Bei seinem Lächeln hat man alle Sorgen vergessen. Jetzt hat Garn ihn nach Karajisu gebracht, außerhalb meiner Reichweite. Oh, Tucci. Tut mir leid, Sorga, doch ich schicke niemanden. Mein Kind, die Jungen sterben und die Alten verbleiben. Wann wird das enden? Ich will, dass jede Spinne im Ödland ausgemerzt wird. Ich weiß nicht, ob sie Gefühle haben, ob ihre Königin denselben Schmerz verspürt, wenn sie ihren Brut verliert. Dennoch soll es geschehen. Bringt mir das Herz der Königin!
Arme Seele. Was ist das? Götter! Kada! Nein! Er wollte nicht mal hierher kommen, wisst ihr? Er wollte bei Vater in Khet Bardu bleiben. Aber ich habe ihn gedrängt. Habe ihm gesagt, ich würde ihn beschützen. Tut mir leid. Ich muss es Vater sagen. Und sein Herz ein zweites Mal brechen. Das muss einem Reisenden gehört haben. Ich lege es zu den anderen Gaben hier. Möge es andere auf ihren Reisen schützen. Mehr Zeit. Ja.
Danke. Ich hätte euch nicht dorthin schicken dürfen. Vergebt meinen Zorn. Vielleicht muss jetzt niemand mehr dort sterben. Salz eingeschlossen. Sie wollten fliehen. Du kannst sie töten, aber du kannst sie nicht essen. Thank you.
Ecke!
Meine Last ist zu groß. Nein, nein, er ist nicht tot. Tucci schläft immer tief und fest, nachdem er Salz gefressen hat. Das mag er am liebsten. Aber wo hat er so viel Salz her? Sein Lächeln ist so breit wie sein Bauch. Thank you.